Hey, da ist der Flo von Salomon und ich stelle euch heute das Takaharu Nikai Splitboard vor. Von der Konstruktion her baut das Board auf dem Hillside Project vom Takaharu Nikai auf, was auch in Zusammenarbeit mit dem Wolle Nivelt entstanden ist. Heißt, das Board hat einen normalen radialen Sidecut, fährt sich relativ gut auf Groomers und ist auch für aggressive Turns gut zu gebrauchen. Der Main Focus von dem Board liegt aber auf jeden Fall im Tiefschnee. Daher auch die Split-Version, da es ja in den letzten Jahren vor allem auch aufgrund externer Faktoren wichtiger geworden ist, dass man auch mal unabhängig von dem Lift auf den Berg kommt, bedient Salomon das Thema eigentlich auch schon seit mehreren Jahren, jetzt natürlich immer verstärkt. Es sind ein paar coole Features mit dabei, um das Gewicht möglichst gering zu halten, verwendet Salomon diese Plum Hugs. Funktionieren super easy, kann man eigentlich ganz leicht aufklappen. Vom Shape her hat das Board einen Directional Shape unter der hinteren Bindung Camber, läuft dann vorne hin aus zu einem Rocker, sorgt für mega viel Auftrieb im Tiefschnee und ist eigentlich genau das, was man braucht, wenn man einen unverspurten Hang im Tiefschnee runterfahren will. Zur Base, die ist, wie man es von Salomon kennt, gesintert, super stabil, wenn man die gut pflegt, dann hält die eben auch mehrere Jahre. Cooles Feature von dem Board ist auch noch, dass es eigentlich gleich im Lieferumfang mit Fellen kommt, heißt, man muss sich da nicht noch extra um Fell oder sowas kümmern, sondern hat gleich alles inkludiert. Also für jeden, der jetzt abseits von großen Touristenmengen und abseits von gegroomten Pisten unterwegs sein will, in unverspurten Powder hängen, würde ich genau das Board empfehlen, weil es ist super leicht, es ist von dem Fahrverhalten fährt sich eigentlich wie ein normales Board, das ist auf jeden Fall zu empfehlen.